taktlos. Das ist jetzt aber taktlos. Einen wunderschönen Abend zu 2 Stunden taktlos Metal auf Radiokanal K, Rockstation und YouTube. Wir haben 2 Stunden voll mit Metal parat für euch, nämlich in der 2. Stunde Comaniac mit dem neuen Album. In der 1. Stunde Dark Moon, eine Band, die sich leider im April auflöst. Also nach dem April bei uns im Studio der Matthias Sänger und der Christian, der Gitarrist. Hallo zusammen. Sorry. Ja, wir haben quasi die 1. Stunde eine Trauersendung. Wir tun euch den mit Dark Moon aus verschiedenen Phasen präsentieren oder versüssen. Für Moderation zuständig ist Roger Wettli. Wir fangen an mit welchem Song? «The Sword», das ist der Opening Track von unserem vorletzten Album. Like
Dortmund auf Radio Kanal K Rockstation und YouTube. Bei uns der Matthias, Sänger, und Christian, Gitarrist, hier im Studio, live. Ja, Dark Moon, vielleicht zuerst, bevor wir anfangen, ein paar Grundinfos. Gegründet 95, 97, Region Pratteln. Ja, so also gegründet war das. Dark Moon gibt es seit 1997 und der Bandraum ist jetzt schon seit längerer Zeit im Pratteln. Von dem her sagt man einfach, wir sind von Pratteln. Prattler Band, nicht nur das Z7 ist von Prattler, sondern Dark Moon, den Stil, habt ihr gehört, Trash Black Metal, und in eurer Geschichte habt ihr 3 Demos, 4 Alben aufgenommen. Genau, das ist richtig, wir haben 3 Demos, 4 Alben aufgenommen. Ich denke so vom Ding her, ja, Thrash, Death Metal auch, sehr viel Death Metal drin. In der Anfangsphase ist noch der Black Metal Anteil noch ein Stück höher gewesen. Der ist mit den Jahren eher so in den Hintergrund gerückt. Ja. Ja, bevor wir aufs Ende von euch zu reden kommen, in einem späteren Interviewteil, fangen wir zuerst mal beim Anfang an. Matthias, wie ist Dark Moon eigentlich entstanden? Also eigentlich sind ja Dark Moon 1997 aus Obscure entstanden. Also wie man darüber redet, wie Obscure entstanden sind. Ich bin damals mit dem Pascal, unserem langjährigen Bassist, in der Skiferie gewesen. Wir haben mal zu Nacht gegessen, Boulet gegessen, und im Hintergrund haben wir Unleashed gelassen, glaube Across the Open Sea hat das Album geheissen. Da hat Pascal plötzlich gemeint, du los, Mann, wollen wir nicht eine Band gründen? Und gefunden, ja, ist eigentlich eine coole Idee. Ja, was würdest du machen? Ja, Bass spielen, was machst du? Pascal so zu mir, und ich so, ja, weiss nicht, ich kann zwar trommeln, aber Schlagzeug ist nicht so das, weisst, ist ein rechter Unterschied. Was wollen wir denn machen? Ja, so etwas Härtes, so Black Death Metal. Und gesagt, ja, dann mache ich den Gesang, ich muss nicht singen, oder? Das war eine rein pragmatische Aufteilung. Und dann haben wir gedacht, kennen wir noch? Ja, der Richi, der war schon im Gym in Muttens. Der hat sich irgendwie so eine billige Gitarre gekauft und gefunden, komm, ich frage mal den Richi. Und so ist das so entstanden. Der erste Drummer, der in Kaiserauge gewohnt, wo wir dann angekickt haben, damals. Und wir haben noch einen zweiten Gitarrist gehabt, der ist gleich mal ausgestiegen. Keyboard haben wir auch mal kurz gehabt. Er ist dann ausgestiegen und dann ist der Christian dann im 96, gell? Ende 96 dürfte das gewesen sein, ja. Bist du so quasi als zweiter Gitarrist dann zu Obscure gestossen. Und als Obscure haben wir dann auch insgesamt, wenn wir nicht täuschen, wir haben ein Geburtstagsfest gespielt. Für Entsetzen gesorgt dort. Dann in einem Greenwolf-Metal-Pub haben wir gespielt. Z7. Headache-Metal-Meeting hat das Ding geheißen. Mhm. Also mein zweites Konzert war mit Z7 auf der grossen Bühne gewesen, oder? Und ja, dann haben wir, glaube ich, noch einmal im Greenwolf gespielt. Das war der Übergang von Obscure zu Dark Moon. Unser damaliger Drummer ist dann ausgestiegen und dann ist der Hubi gekommen zu uns. Zuerst provisorisch, aber hat dann wollen bleiben. Und dann haben wir so quasi dort Übergang gemacht von Obscure zu Dark Moon, auch weil es Obscure schon gegeben hat. Und wir haben gefunden, auf Dark Moon, auf die Idee ist bestimmt noch keiner gekommen. Damals, als wir Jungs sind. Genau, wenn wir metalarchives.com schauen, gut, das sind nur etwa 4 oder 5 Bands mittlerweile. Ja, und seither sind wir unter dem Label Dark Moon unterwegs. Er hat die Instrumente am Anfang er hat sie eigentlich in der Band gelernt, habe ich mal etwas gehört. Das ist ja so, ja. Etwa alle von uns haben das in der Band gelernt. Der Hubi ist, wenn ich mich recht erinnere, der Einzige, der schon Erfahrung hatte. Musik gemacht habe ich bereits vorher mit dem Pascal zusammen. Allerdings eine völlig andere Art von Musik. Und zwar, wir sind in der Dorfmusik zusammen. Das war uns definitiv zu wenig hart gewesen. Und haben dann auf Saiteninstrument gewechselt. Ist das ein Grund gewesen, oder ist das quasi ein Band-Ding gewesen, dass wir zusammen können wachsen mit dem Instrument? Also wenn jetzt einer irgendwie am anderen völlig überlegen gewesen wäre, wäre es ihm vielleicht langweilig geworden? Das könnte sein. Ich kann von mir aus sagen, dass ich immer vom Richi gelernt habe. Und ich denke, es war auch umgekehrt. Ein gegenseitiges Pushen ein bisschen. Ja.
Ich glaube, wir sind relativ neu von dieser Sache an. Wir haben einfach gefunden, wir haben einen Proberaum gefunden, oberhalb von einem Bauernhof. Unten dran hat es noch ein Schwein gehabt, Ferdinand oder Freddy in der Geise. Freddy ist das. Und wir haben dann einfach mal drauf losgezockt, einfach mal angefangen, geschaut, was kommt dabei raus. Ja, wenn wir damals so, wenn wir es uns vorstellen, wir können heute Zeit reisen, wir würden so als, ja, gut oder knapp 40-jährig zurückreisen und den jungen Dark Mooners oder Obscure-Mannen unsere aktuelle CD in die Hand drücken und sagen, hey Jungs, das sind ihr mal einig. Dann haben wir gefunden, du spinnst. Das kann ja gar nicht sein, oder? Bratham Far From Heaven von der Remains-CD. Auch ein altes Lied. Ja, ist auf dem zweiten Demo, 2000 aufgenommen. Far From Heaven ist ein Klassiker, kurz und prägnant und zeigt unsere damaligen Black Metal Einflüsse doch recht deutlich. Yeah.
Hier sind Dark Moon. Und ihr hört Radio Kanal K. Sehr schön gesagt. Danke. Bei uns im Studio ist der Matthias Sänger und der Christian einer von den beiden Gitarristen. Er sind ja ein Quintett. Quasi. Genau, ja. Und wie ihr gehört habt, sind ja kein Volksmusik-Quintett, sondern ein Trash-Death-Black-Metal-Quintett. Genau, also es ist schon, wir haben jetzt gerade in den letzten zwei Songs noch ein bisschen die black-metallische Seite von Dark Moon gezeigt, wo die Anfangsphase auch recht noch auch eine recht grosse Rolle gespielt hat. Wir sind dann im Verlauf der Jahre dann sind wir mehr so ins Death-Metal übergegangen dann schlussendlich. Ja, Groove hat dann langsam immer eine grössere Rolle eingenommen in unserem Sound. Black Metal ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Trotzdem haben wir es geschafft, auf jedem Album mindestens einen Black Metal-Song unterzubringen. Wie ist das entstanden? Ist das, also der Wechsel, ist das mehr so ein bisschen organisch von Eigeninteressen? Oder, ist das, oder mit anderen Worten, haben gewisse Bandmitglieder dann gefunden, Black Metal ist nicht mehr so das und die anderen haben sich gewehrt dagegen? Das hat sich entwickelt. Das war in dem Sinne nie ein Entschluss von uns. Ich glaube, wie vieles, was wir gemacht haben, war recht spontan gewesen. So grosse konzeptuelle Überlegungen haben wir uns eigentlich nie gemacht. Ich denke, das hört man auch, wenn man unsere CDs hört. Wir haben da relativ breite Bandbreite, die wir abdecken mit unserer Musik. Eben vom schnellen Black Metal-Zeugs zu schleppend groovigem Death Metal. Ja. Ihr seid seit 20 Jahren mehr oder weniger in der gleichen Besetzung. Ihr habt zwei Bandwechsel gehabt, aber gibt es Sachen, abgesehen von diesen Bandmitgliederwechseln, die die Band besonders geprägt hat? Also nebst dem Wechsel der Leute, ja damals Laura, der für Hubi gekommen ist, im 2006, meinte ich. Ja, und der Wechsel von Pascal als Gründungsmitglied nach 20 Jahren, also mit Obscure gerechnet, ja. Schon heftig gewesen. Aber ich denke, was uns prägt hat, ich denke, was uns sicher auch prägt hat, ist gewesen, wo wir das erste Mal mit, ich denke, mit V.O. Wolfo im Studio gewesen sind, als Produzent, die Erfahrung zu machen, mit einem Produzent dort zu sein, der einem Tipps gibt, man sagt ja durchaus einen erfahrenen Musiker, der V.O., der als externe die Bandsongs anlässt und Tipps gibt, oder? Und sagt, macht mal das, versucht mal jenes. Aber wir haben in jedem Studioaufenthalt sehr viel gelernt, oder? Mhm. Und zuletzt jetzt auch, wo wir mal gefunden haben, wir mal etwas Neues machen, nach, glaube, vier Pulverproduktionen nacheinander, sind wir dann zum Christoph Brandes gegangen. Auch dann war es spannend gewesen, ein anderer Produzent, der wieder eine andere Sichtweise hat, wieder seine Ideen bringt. Ich glaube, da haben wir extreme Sprünge nach vorne gemacht, oder? Ja, sehe ich auch so, ja. Mhm. Sind das die Sachen gewesen, wo es besondere Konzerte gab, wo man sagen, hey, das hat die Band nochmal zusammengeschweißt, dass es einfach dermassen cool war, auch von den Fanreaktionen. Was mir da gerade spontan in den Sinn kommt bei dieser Frage, das war ein Konzert in Holland, das wir gemacht haben. Da sind wir als Band nach Holland geflogen zusammen. Wir haben vor einer ordentlichen Meute gespielt, die uns, denke ich, nicht gross gekannt hat. Die haben uns gut abgeführt. Das war definitiv ein sehr toller Abend gewesen, ja. Ja, das stimmt. Die Holland-Trip, oder, wo du das erste Mal in ein Flugzeug hockst, einen Flieger hockst und sagst, jetzt fliegen wir an ein Konzert. Das hat schon etwas für sich gehabt. Ja, das war cool gewesen, was uns zusammengeschweißt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war das Projekt an der Art Basel gewesen. Mhm. Wo wir da in einem Würfel gespielt haben, im Würfel des Todes so quasi, zu viert, ja, zu fünft hatten wir gar keinen Platz gehabt. Es war eine spannende Geschichte gewesen, wo wir da angefragt worden sind. Ich habe dann erst später realisiert, dass ich wieder irgendwie verhängt, dass wir damals ja angeschrieben worden sind und dass der Tipp auch damals noch vom VO gekommen ist. Die haben eine Death Metal Band gesucht in der Region Basel für das Projekt an der Art Basel. Und, ja, dann haben wir dort zugesagt und dann sind wir zu viert in einem Würfel gewesen, 1,80 auf 1,80 auf 1,80. Du musst dir vorstellen, ein Bassist, ein Gitarrist, ein Schlagzeuger und ich am Vocals, oder? Und ja, das hat zusammengeschweißt, wir haben geschwitzt, wir sind aufeinander aufgedruckt gewesen. Das ist schon gewesen, wir haben noch nie so ein gemischtes Publikum gesehen. Also der Würfel war offen gewesen, wir haben noch von Spielen, haben wir zugemacht gehabt. Und das...
Und das ist dann von außen gefilmt worden, vom Pat von Gurt. Und ich depp habe die Aufnahmen nicht mehr, ich könnte mich schlau dafür. Da stelle nochmal vielen Dank an Pat. Und wir haben da gespielt. Und wenn dann der Würfel aufgegangen ist, sind etwa 30, 40 Leute gewesen. Vom kleinen Golf bis zum Grossmutti, oder? Wir haben uns applaudiert, oder? Wir sind so trieft, nass aus den Würfel gekommen und sind da vor einem Publikum gestanden, das wir sonst nie gesehen haben an unseren Konzerten. Parat haben wir Terror, bevor wir ja, auf das traurige Thema von eurer Auflösung zu sprechen kommen. Machen wir noch ein bisschen Terror. Jetzt taktlos Metal auf Radiokanal K, Rockstation und YouTube. Ja, es Dark Moon mit dem Matthias, dem Sänger, und Christian, dem Gitarrist. Jetzt der ja, Grund, wieso dass ihr da sind, ist eigentlich ein trauriger. Er löst euch auf. Also die Band löst sich auf. Was hat euch dazu bewogen? Ich meine, es sind gleich 97 als Dark Moon. Genau. Gegründet, 20 Jahre. Ja, das ist eine lange Zeit. Das ist schon krass, wenn man so denkt. Ja, wir sind auf dem Raum im Erfolg nicht mit Schlag gekommen. Nein, kleiner Scherz. Wir sind nicht mehr wohin, dass er all die Millionen... Genau, also, wir haben einfach gefunden, es geht nicht mehr. Nein, hat sich einiges verändert im Leben. Einige sind von uns sind Väter geworden, Familie und auch jobmässig vielleicht auch mehr absorbiert als vor ein paar Jahren noch. Und wir haben dann plötzlich den Eindruck gehabt, dass es nicht mehr möglich sein könnte, vielleicht auf diesem Level einfach weiterzumachen.
Und wir haben auch nicht wollen, dass das Dark Moon irgendwie so weiter vor sich andümpelt. Und haben gedacht, ja, 20 Jahre, wir haben ja gewusst, es steht demnächst an. Das wäre auch ein Anlass, zum einen Schlusspunkt zu setzen. Und haben uns entschieden, das Spezialkonzert zu machen, wo ja am 28. April ist, im Sommercasino. Dass wir hier werden, das 20-Jährige feiern und gleichzeitig auch die Abschiedsshow spielen. Wie schwierig war die Entscheidung? Also, habt ihr Druck verspürt oder ist... Es ist so wie bei Dark Moon häufig, es hat sich entwickelt. Und plötzlich haben wir darüber geredet und darüber diskutiert, ja, wie machen wir das und hin und her. Und dann haben wir gefunden, also demnächst haben wir ja 20 Jahre auf dem Buckel und wir wären ja schön blöd, wenn wir jetzt mit 19 Jahren Dark Moon würden aufhören. Als der 20-Jährige, dann ziehen wir uns noch durch. Christian, du hast gesagt, er probiert zweimal pro Woche. Das ist intensiv. Also, ich meine, Jazzbands, die proben, glaube ich, nur kurz vor den Gigs. Ja, das ist intensiv, ja. Allerdings bei uns auch nötig, wenn man denkt, wie lange das wir für einen neuen Song brauchen oder gebraucht haben bisher. Ja, und es ist ja nicht nur das, es ist auch, wir spielen auch daheim noch, zumindest die, die das Instrument können mit heim. Ja, klar, ja. Ja. Die Nebenfamilie, eben Instrument, die heim zweimal brauchen, fehlen, vielleicht noch sonst Verpflichtungen, das ist viel. Ja, das geht auch zu tun, ja. Gibt es noch unveröffentlichte Lieder, die ihr irgendeinst nur aufnehmen wollt, oder habt ihr mit dem letzten Kleinen eigentlich die Lieder drauf gehabt, die ihr gesagt habt, doch? Mit ja, ich glaube, auf die Kleinen haben wir das draufgepackt, was wir wollen, auf die CD tun. Und nein, unveröffentlichte Songs haben wir in dem Sinn nicht. Ich glaube, alle die Songs, die wir hier regelmässig oder auch in unserer Geschichte häufig live gespielt haben, haben irgendwo, die meisten auf jeden Fall, würde ich sagen, weit über 90% haben wir den Weg auf eine Demo oder auf ein Album gefunden. Es gibt vielleicht aus der Anfangsphase, vielleicht aus den ersten zwei, drei Jahren, drei oder drei Songs, die dann später einfach unter den Tisch gefallen ist, ja. Und was nie auf eine Demo geschafft hat. Was passiert mit dem Namen Dark Moon, also Schweizer Dark Moon? Wir haben schon angedeutet, es gibt noch andere Dark Moon. Also verschwindet die Band komplett oder geht sie in irgendeiner Form weiter? Also Dark Moon wird es nicht mehr geben. Also die Schweizer Dark Moon löst sich am 28.04. auf nach dem Abschiedskonzert. Wie es weitergeht, ist ein Stück offen. Wir haben es hier auch nicht festlegen grundsätzlich. Wir haben gemeint, wir lassen mal Dark Moon sterben und werden irgendwann mal zusammensitzen und schauen, ob da noch etwas geht. Falls etwas geht, dann, ja, wie die vielleicht gehört haben, jetzt, also, mit Kuschelrock ist nicht zu rechnen. Wir sind zwar älter geworden, aber soundtechnisch ist nicht unbedingt. Dark Moon wäre ja ein passender Name für eine Folk-Rockband vielleicht, so in the Dark Moon. Du, also zumindest Chris, Richie, Matthias, Laurent und Niki wirst du nie mehr unter dem Banner Dark Moon sehen. Ja, wir haben, also er hat am 8. April ein Konzert, am 28. April dann ein Abschiedskonzert, was dort so ein bisschen genau geplant ist. Mal schauen, wie viel also wir verraten, erfahren wir im nächsten Interviewteil. Sind gespannt und merkt euch schon mal den 8. April und den 28. April beides Region Basel. We'll be right back.
Metal auf Radio Kanal K, Rock Session und YouTube mit dem
Matthias und Christian von Dark Moon. Jetzt, ja, ihr spielt euer Abschiedskonzert am Samstag, 8. April im Z7. Das ist zwar noch kein Abschiedskonzert. Und am Freitag, 28. April, das definitiv letzte Konzert. Was können wir von diesen beiden Konzerten erwarten? Also zuerst mal zum Swiss Metal Attack, das ist am 8. April im Z7. Da kann ich einiges erwarten. Es sind eine ganz hochkarätige Bands dort am Start. Ich denke, Poltergeist werden dort spielen, oder? Dann auch Total Annihilation sind dort, Free Kings sind dort. Also auch Bands, die wir schon mit ihnen zusammen gespielt haben, oder? Das ist irgendwie noch witzig, dass man sich hier trifft. Also ein ganz geiles Billing, was man dort erwartet. Von Dark Moon selber dürfen wir erwarten, dass wir an diesem Konzert noch einmal und zum letzten Mal Schwergewicht auf dem aktuellen Album Die Klein legen, was die Songauswahl betrifft. Und im Sommercasino am 28. April, da werden wir natürlich viel länger Sets spielen, klar. Wir sind ja nicht eine von vielen Bands im Festival dort spielen, sondern schon unsere Abschiedsshow. Das heisst, wir werden dort ein langes Set spielen. Wir werden auch in der Demo-Phase in der Mottenkiste rumwielen und da der ein oder andere Song entstauben und nochmal brettern zum allerletzten Mal. Ja. Da sind wir fleissig am Lehren. Ja, es ist eine gewisse Herausforderung, die ganz alten Sachen wieder drauf zu kriegen, ja? Wenn man sie jahrelang nicht gespielt hat. Wie macht ihr das? Hört ihr eure Demos wieder an und fragt euch, wie habt ihr das eigentlich gespielt? Oder habt ihr Noten? Noten haben wir noch nie gehabt, nein. Aber nein, es ist in der Tat so, wir müssen zum Teil die CD einlegen und hören, was haben wir eigentlich genau gemacht dort, ja. Aber ich bin zuversichtlich, dass das bis zum 28. April alles drauf ist. Ist das auch irgendein Teil vom Verarbeitungsprozess mit dem Abschied, dass ihr jetzt nochmal, also für euch auch, wenn ihr jetzt nochmal könnt, die alten Sachen anschauen? Das kann man durchaus so sehen, ja. Ich bin dann gespannt, wie es ist, wenn wir dann wirklich an dem 28. April auf der Bühne stehen und uns klar wird, hey, das ist jetzt der letzte Gig als Dark Moon, den wir hier machen, ja. Ja, kann man so sicher sagen, ja. Es wird sicher ein emotionaler Moment sein. Und ja, es ist so wie ein Trip in die Vergangenheit, ein Stück weit. Aber wir wollen euch auch für die Leute, die uns zum Teil über viele Jahre begleitet haben und an unsere Konzerte gekommen sind, wie auch die ganze Band-History so ein Stück weit Revue passieren lassen, oder? Dass auch die Leute, die uns schon seit Ewigkeiten verfolgen, nochmal die Möglichkeit auch haben, auch die alten Sachen zu hören von Dark Moon. Und es ist auch von unserer neuen Bassist, also neu, der Niki ist jetzt seit 2 Jahren dabei, da muss er jetzt ein paar Kamellen noch drauf packen, zusätzlich, oder? Ja. Aber er klemmt sich da recht in den Hintern, macht das gut, das kommt schon gut. Er hat als quasi Vorbands vor dem Abschlusskonzert Arcturon und Mortal Factory eingeladen. Wieso gerade die beiden Bands? Also einerseits, ich würde sie nicht als Vorband bezeichnen, sondern als Trauergäste. Mortal Fact und Arcturon sind zwei Bands, wo wir in unserer Vergangenheit auch schon mehr als ein Konzert zusammen gespielt haben. Es sind natürlich mehrere Bands für den Posten in Frage gekommen, oder? Und hat je nachdem auch der ein oder andere Grund dafür gesorgt, dass jetzt die oder die andere Band nicht hätte können hier dabei sein. Aber wir sind absolut glücklich mit der Besetzung, mit Mortal Factor, ganz coole Jungs aus dem Raum Luzern. Jetzt haben wir ein Power-Trio geschrumpft, aber richtig geil, muss ich sagen. Und Arcturon, eine junge Band, ja, es ist auch schon länger dabei, aber wo wirklich richtig Gas geben. Und dass sie zwei Teil von unserer Abschiedsshow sind, das freut uns. Wir haben von Mortal Factor haben wir quasi einen selber geschnitzelten, also von Mortal Factor einen eigenen geschnitzelten Ausschnitt von No Lessons Need Learning parat. Anschliessend werden wir ein vollständig ganzes Lied von Arcturon ablassen. Also zuerst Mortal Factor als Einstimmung für das Abschiedskonzert und dann Arcturon. Yeah.
stelle gerade fest, in einer Live-Sendung, in dieser Live-Sendung, es ist ein Albumquerschnitt. Wir hören den ganzen Albumquerschnitt durch. Auch dort, das Album könnt ihr sicher auch posten, dort könnt ihr auch bestellen. Ja. Secrets,
Wir sind Dark Moon. Und ihr hört Rockstation. Sehr schön gemacht. Danke bei uns, Dark Moon. Matthias am Gesang und Christian an der Gitarre von ja, Dark Moon auf Radiokanal K, Rockstation und auf YouTube. Wir haben quasi das Ende von euch mit dürfen, euch dürfen ins Grab begleiten. Ihr seid noch nicht so weit. Ihr werdet am Samstag, 8. April, noch eins im Z7 spielen und macht den 20. April nochmal. Wo denn? Im Sommercasino Basel. Alle Infos findet man auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/darkmoon.ch. Ja, wer das jetzt schnell war, der hat Glück. Es gibt Wiederholungen, und zwar auf Rockstation, dreifach www.rockstation.ch. Dort unter Interviews schauen, wenn das die Sendung ausgestrahlt wird. Und nachdem es auf Rockstation dreimal ausgestrahlt worden ist, also wir haben drei Chancen, sind wir so gnädig und stellen das Ganze noch auf YouTube, und dort könnt ihr es für eine ziemlich lange Ewigkeit immer wieder hören. Wir schauen das kurz nach Rockstation. Dort drauf ist so, dass es noch rechtzeitig vor dem 8. April sicher aufgeschaltet ist. Das sollte eigentlich kein Problem sein. In der nächsten Stunde geht es weiter mit Metal, und zwar dort mit Comaniac. Comaniac, eine Thrash-Metal-Band aus der Region Aarau mit dem zweiten Album, das sie rausbringen. Ich bin gespannt auf die Jungs, ich bin gespannt auf das neue Album von ihr auch. Ja, für diese Stunde verabschiedet sich der Roger Wettli. Die letzten Worte gehören aber euch, Matthias und Christian. Jetzt sind wir die letzten Worte werden uns übergeben. Das gewusst hat, haben wir etwas Gescheites überlegt. Nein, wir dürfen sagen, kommen doch an unsere letzten beiden Shows. Wenn ihr Dark Moon noch nie live gesehen habt, dann müsst ihr unbedingt kommen. Und die, die uns schon gesehen haben, die wissen, was sie haben an einem Dark Moon Konzert. Wir freuen uns auf euch. Im Z7 und im Sommercasino zum letzten Mal als Dark Moon können zu begrüssen. Wir wünschen euch alles Gute und viel harten Sound auch für die nächsten Jahre.